Ich zeige euch heute, wie man das Mutterschaf häkelt. Von Sean das Schaf ist dies die Mutter von Timmy. Ihr benötigt dazu von der Hetnat XL 55 150 Gramm Weiß, 50 Gramm Schwarz und für die Wickler ein Rest Rosa mit dünnem Garn. Werden die Wickler gemacht und den Rest von den Wickler habe ich mit der Hetnat Fein gearbeitet. Die läuft 133 Meter, hat die gleiche Zusammensetzung wie die XL und diese Hetnat Fein werde ich später auch für Timmy verwenden. Es lohnt sich also, wenn ihr Timmy sowieso häkeln müsst, dass ihr euch 50 Gramm von dieser Wolle anschafft. Für die rosa Farbakzente genügt wirklich ein Rest in irgendeiner anderen Qualität. Das Schaf selbst häkle ich mit Nadelstärke Nummer 6 und die Wickler mit Nadelstärke Nummer 2,5. Dann benötigt ihr noch Füllwatte und zwei Wackelaugen mit 8 mm Durchmesser und dann kann es auch schon losgehen. So häkle ich statt mit Schwarz mit Braun und statt mit Weiß in Beige, damit ihr besser sehen könnt, wie die Maschen eingestochen werden. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Nachhäkeln. Zu Beginn lässt ihr den Anfangsfaden ca. 30 cm lang hängen und arbeitet dann eine Fadenschlinge. In diese Fadenschlinge sticht man mit der Häkelnadel ein und holt den Faden durch. Danach eine Luftmasche häkeln, um das Ganze zu befestigen. Um diese zwei Fäden arbeite ich nun 6 feste Maschen. Dafür sticht man ein, holt den Faden durch und holt den Faden nochmals und zieht ihn durch diese beiden Schlingen auf der Nadel. Nun ist die erste feste Masche beendet. Für die zweite wieder einstechen, Faden holen und durchziehen. Den Faden nochmals holen und durch beide Schlingen ziehen. Nun haben wir 2 feste Maschen, 3, 4, 5, 6. Nun hole ich den Faden durch nach vorne. Das ist einfach notwendig, damit ich später beim Huf die Zehe markieren kann, das seht ihr dann in der Fertigstellung. Und nun ziehe ich das Ganze zum Ring. Nun steche ich in die erste feste Masche ein und arbeite eine Kettmasche. Dafür hole ich den Faden und ziehe ihn durch alle auf der Nadel liegenden Schlingen. Nun habe ich die erste Runde beendet. Den Faden nochmals fest anziehen. Nun eine weitere Luftmasche für die Höhe arbeiten und in jede Masche 2 feste Maschen. Ich habe ja 6 feste Maschen, also habe ich am Ende der Runde 12 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
zwölf. Jetzt habe ich also in jede Masche zweimal eingestochen und habe zwölf feste Maschen. Nun steche ich wieder in die erste feste Masche ein und schließe die Runde mit einer Kettmasche. Faden holen und durch alle Schlingen ziehen. Nun ist die untere Fläche des Hufes beendet. Nun arbeite ich wieder eine Luftmasche und steche nun hier in das hintere Maschenglied ein. Bisher habe ich ja in beide Maschenglieder eingestochen, jetzt nur in das hintere, damit der Huf eine Kante bekommt. Einstechen und eine feste Masche häkeln. In jede Masche, also insgesamt 12 feste Maschen häkeln in der dritten Runde, aber nur in das hintere Maschenglied einstechen. Ihr seht, hier gibt es die Kante. Und die zwölfte. Auch jetzt steche ich wieder in die erste feste Masche ein und schließe die dritte Runde. Wieder eine Luftmasche für die Höhe arbeiten und nun häkle ich fortlaufend zwei Maschen zusammen, weil mein Huf ist jetzt beendet und jetzt kommt die Schrägung als Übergang zum Bein. Nach der Luftmasche steche ich wieder in die erste Masche ein, also in die gleiche Einstichstelle wie bei der Kettmasche und hole den Faden durch. Um nun zwei Maschen abzuhäkeln, steche ich gleich noch in die zweite Masche ein und hole nochmals den Faden durch. Nun habe ich drei Schlingen, die ich auf einmal abmasche. In die dritte Masche einstechen und den Faden holen. In die vierte Masche einstechen und den Faden holen. Jetzt habe ich wieder drei Schlingen, die ich abmasche. Aus der fünften und der sechsten den Faden holen und abmaschen. Aus der siebten und der achten und abmaschen. Neunte und zehnte und abmaschen. 11. und 12. und abmaschen. Nun ist die Runde beendet. Ich schließe sie also wieder mit einer Kettmasche. Ich steche in die erste Masche ein und arbeite eine Kettmasche. Nun häkle ich wieder eine Luftmasche und nun beginnt das Bein. Ab jetzt schließe ich die Runde nicht mehr. Ich arbeite in Spiralen. Und nun häkeln wir insgesamt 36 feste Maschen, weil wir 6 Spiralen arbeiten. Das geht wie folgt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und die siebte arbeite ich jetzt direkt auf die erste feste Masche drauf. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 10, 17, 18. Nun habe ich die Hälfte, wie gesagt, 36 benötige ich. Aber jetzt stopfe ich das Ganze schon mal mit Füllwatte aus.
Und nun häkle ich hier nochmals 18 feste Maschen. Sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn. Dann schneide ich den Faden durch, arbeite in die folgende Masche eine Kettmasche und ziehe den Faden durch. Dann ist mein erstes Bein fertig und so insgesamt vier Stück häkeln.